Dann starten wir. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel unseres Clubs morgen um 18.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Jens Keller in dem nötigen Sicherheitsabstand. Genau wie auch in der Vorwoche ist das eine sogenannte virtuelle Pressekonferenz. Das heißt, es sind keine Journalisten heute anwesend, aber alle bei uns in einer Zoom-Konferenz. Das heißt, ich werde sie gleich dann nacheinander freischalten und dann kann das Fragenfeuerwerk beginnen. An dieser Stelle natürlich auch nochmal allen Vätern einen wunderschönen Vatertag. Jens, dir natürlich auch. Du bist ja auch Papa. Deswegen dafür an dieser Stelle alles Gute. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Fragen an. Und die erste Frage, sehe ich, kommt rein von Christian Akbarzadeh von Sky Sport News HD. Bitteschön. Ja, guten Morgen nochmal, auch an Sie, Jens. Jens, wir haben jetzt viel in dieser Woche, glaube ich, gehört, gesehen, gesagt über das eigentlich ja ganz gute Spiel über weite Strecken am vergangenen Wochenende. Was so ein bisschen aufkommt, das klang gestern bei uns auch bei Johannes Geist durch, wird vielleicht ein bisschen zu viel schön geredet beim Club. Weil natürlich haben wir gute Leistungen gesehen, aber die Tabelle lügt ja auch nicht. Wie sehen Sie das? Nein, ich glaube, dass wir überhaupt nicht schön reden. Wir bewerten die Sachen so, wie sie waren. Wir haben da ein gutes Spiel gemacht, aber nichtsdestotrotz gehören Tore dazu. Und das haben wir nicht gut gemacht. Und das habe ich auch ganz klar angesprochen. Und ich habe auch das Bewusstsein der Spieler unter der Woche immer wieder, dass auch zum guten Spiel dazu gehört, dass man sich belohnt, dass man das Spiel gewinnt. Wir können uns nichts kaufen für ein gutes Spiel und uns nachher in den Armen liegen und sagen, wir haben es ja eigentlich toll gemacht, nur haben wir verloren und keine Tore gemacht. Und deshalb haben wir das schon ganz, ganz klar angesprochen, dass wir nicht über ein gutes Spiel reden sollen, sondern über Punkte. Und bei uns wird überhaupt nicht schön geredet. So, machen wir weiter mit Frank Linkisch vom Kicker. Können wir dich nicht hören. Deswegen. Jetzt? Hörst du mich jetzt? Hallo? Vom Kicker. Ja, Herr Keller, die personelle Situation. Letzte Woche haben Ihnen Enrico Valentini und Juri Medeiros gefehlt. Wie schaut es denn diese Woche nach einer weiteren Trainingswoche aus? Wer fehlt? Wer kommt eventuell zurück? Ja, zurück kommen der Kerk und Felix Lohkämper. Ja, Valentini ist immer noch angeschlagen, Medeiros auch. Und wir müssen mal abwarten, was mit Georg Markreiter ist. Der hat seit dem Spiel St. Pauli, wo er einen Ball ins Gesicht bekommen hat, Schwindelgefühle. Und da müssen wir jetzt heute mal noch schauen, wie es ihm heute geht. Dann machen wir weiter mit Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Guten Morgen. Wie sah denn ganz konkret die Trainingswoche aus? Auf was haben Sie Schwerpunkte gelegt? Schwerpunkt haben wir erstmal gelegt, darauf zu regenerieren, uns zu erholen. Ja, es ist nach wie vor ja nicht ganz so einfach. Man hat keine optimale Vorbereitung gehabt. Wir haben über 40 Minuten in Unterzahl gespielt. Und deshalb war der erste Punkt mal, dass wir die Mannschaft viel Erholung gegeben haben, viel im regenerativen Bereich gearbeitet haben, aber dann natürlich auch gestern schon wieder taktisch uns auf das morgige Spiel vorbereitet. Machen wir weiter mit Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur, von der dpa. Klaus, bitteschön. Hallo, Herr Keller. Eine Frage, wie schätzen Sie den Gegner Aue ein und hat irgendwie noch eine Rolle gespielt, auch wenn Sie damals noch nicht dabei waren, das Hinspiel? Kann man das irgendwie, dieses turbulente 3-4, irgendwie emotional verwenden? Ja, Aue ist eine Mannschaft, die unheimlich kompakt ist, ja, die sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Ich denke, das wird das Gefährlichste sein, dass wir ja eine gute Restverteidigung haben und das auch frühzeitig unterbinden, ihr Umschaltspiel. Und Aue spielt bisher eine gute Saison und es ist ein ganz, ganz schwieriger Gegner, keine Frage.
Ob das eine Rolle spielt, sicherlich waren das unschöne Szenen und auch das werden wir oder haben wir in der Mannschaft angesprochen. Ja, aber man muss auch Dinge dann auf sich beruhen lassen. Aber die Mannschaft weiß, was da passiert ist. Ich war damals nicht dabei und deshalb haben wir das schon mit eingebracht, ja. Machen wir weiter mit Marco Wertsänger von der Bild Nürnberg. Noch eine Frage zum Personal, Herr Keller. Wie ist der Stand bei Luxe? Kann der morgen auf der Bank sitzen? Nein, der wird nicht dabei sein. Er hat bisher noch nicht mit der Mannschaft trainiert und deshalb wird er auch morgen nicht auf der Bank sein. Weiter geht's mit Frank Linkisch vom Kicker. Ja, Herr Keller, wir haben ja, oder Sie haben jetzt eine Auswärtsreise hinter sich bei einem Geisterspiel. Wie läuft denn morgen konkret der Tag ab bei einem Heimspiel? Sind die Spieler daheim und reisen dann alle mit dem Privat-Pkw an oder treffen sie sich vorher nochmal gemeinsam? Also irgendwo im Hotel mit Abstand Mittagessen, eine Besprechung, wie muss man sich das vorstellen? Nein, die Auflage vom DFB ist ja so oder ja, wird gewünscht oder so ist es, dass wir haben heute Morgen unseren Test gemacht, haben dann direkt ein Hotel bezogen hier am Trainingsgelände, wo die Mannschaft aktuell in den Zimmern ist. Wir haben dann heute Nachmittag Training, ja, dann machen wir noch Videobesprechung und dann essen wir gemeinsam und morgen werden wir hier nochmal trainieren und dann wieder vom Hotel aus zum Spiel fahren. Der nächste ist Georgis Zakirides vom Frankenfernsehen, bitteschön. Hallo, guten Morgen, Herr Keller. Inwiefern waren Sie diese Woche nicht nur als Trainer, sondern auch als Motivator und Psychologe gefragt? Das ist ja schon eine prekäre Situation. Das bin ich, glaube ich, jeden Tag und jede Woche. Also das gehört immer zu meinem Job mit dazu. Das ist ein Teil meines Jobs, dass man auch immer wieder ja, die menschliche Seite und die Spieler von der Motivation her hochbringt, nicht nur im taktischen Bereich. Und ja, die Mannschaft ist aber jetzt nicht niedergeschlagen. Aufgrund des Ergebnisses gar keine Frage, ja, dass es sich nicht belohnt hat. Aber ja, sie ist überzeugt, so wie sie gespielt haben. Wie ich vorher schon aber gesagt habe, zum Spiel gehören leider Tore dazu und die haben wir nicht gemacht. Und dem ist der Mannschaft sich bewusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie trauernd und das wäre auch komplett das falsche Zeichen. Sie müssen jetzt diese Leistung auf den Platz bringen, mit Tore versehen und die 3 Punkte holen, gar keine Frage. Marco Wertsänger nochmal. Jetzt gibt es ja morgen die Konstellation, dass Wien Wiesbaden zeitgleich in Heidenheim spielt. Lähmt oder beflügelt so ein Fanduell die Mannschaft? Nein, da machen wir uns gar keine Gedanken. Wir brauchen nicht auf andere Plätze schauen. Wir müssen auf unser Spiel schauen. Wenn wir erfolgreich sind, ist es gut. Und wenn wir nicht, dann bringen wir uns auch nicht immer wieder auf andere Plätze. Wir müssen unseren Job machen. Und ja, da machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Wir werden da auch nicht hinschauen. Wir haben noch 8 Spiele und wir werden morgen uns voll auf uns konzentrieren, aber in keinster Weise jetzt irgendwo anders hinschauen. Klaus Bergmann von der dpa nochmal. Herr Keller, haben Sie aus den Umständen, die ja nun letzte Woche neu waren oder am Sonntag neu waren, irgendwas lernen können, was Sie jetzt in der Vorbereitung mit Ihrer Mannschaft anders machen oder worauf Sie hingewiesen haben? Kann man irgendwas nutzen, die Stille, die ja auch im Stadion ist? Also haben Sie irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen können? Nein, Konsequenzen haben wir da nicht gezogen. Die Mannschaft hat jetzt die Erfahrung selbst gemacht, wie ein Geisterspiel ist, was man hört, ja, wie man miteinander umgeht. Das ist die Erfahrung, die Mannschaft jetzt sammelt. Aber dass wir jetzt da diese Woche, klar haben wir nochmal im Stadion trainiert, da ist ja die Stimmung dann auch so, wenn man trainiert. Aber dass wir jetzt in irgendeiner Form was mit rausgezogen haben, was wir jetzt nochmal speziell angesprochen haben, nein, haben wir dadurch nicht gemacht. Dann Christian Akbar Sade von Sky Sport News AD. Ganz einfache Frage, wie schießt man Tore? Wie schafft man es, das zu verbessern? Ist es immer nur Abschluss, Abschluss, Abschluss im Training oder hat man da andere Möglichkeiten? Weil irgendwann kennt man ja vielleicht auch von dem einen oder anderen in der Vergangenheit, ist es dann ja auch Kopfsache.
Ja, wir müssen weiter einfach die Chancen so herausspielen, wie wir es getan haben. Und dann, ja, vielleicht eine Funke Konzentration. Das ist, was ich aber der Mannschaft immer vermittle, dass jede, auch im Training, jede Aktion entscheidend sein kann im Spiel. Und ich weiß jetzt nicht, ob es viel besser wird, wenn man jeden Tag 400 Mal aufs Tor schießt. Ja, denn es ist ja jetzt, es waren Bälle, die nicht vom Training her schwer waren, sondern Bälle, die einfach von der Konzentration nicht reingingen, weil man vielleicht schon das Ding zu sicher gesehen hat. Und das ist, wo man darauf hinweist, ja, und dann auch lautstark korrigiert im Training, wenn gewisse Dinge leichtfertig vergeben werden. Aber dass wir jetzt da 400 Mal, wir machen immer Torabschlusstraining und das bringt jetzt aber, glaube ich, nichts, wenn man es jetzt nochmal erhöht extra. Georges Zakarides vom Frankenfernsehen nochmal. Ja, Herr Keller, vorhin kam ja die Frage auf, wie Sie Aue einschätzen. Da würde ich gern anknüpfen. Wenn Sie jetzt Aue mit dem letzten Gegner St. Pauli vergleichen, inwiefern wartet auch spielerisch eine andere Herausforderung auf Ihre Mannschaft? Ja, Aue ist schon vom System her, spielen sie ein anderes System, als es St. Pauli gemacht hat. Und wie gesagt, sie haben ein unheimlich schnelles Umschaltspiel. Da sind sie aus meiner Sicht noch ein Tick stärker, als es St. Pauli war. Aber ja, man kann es nicht groß vergleichen. Das ist eine andere Mannschaft, eine andere Mentalität auch. Und ja, und wie gesagt, wird ein schwerer Gegner, aber wir sind hier zu Hause und wollen und müssen auch unbedingt die 3 Punkte holen, und das ist unser großes Ziel. Marco Wertzinger. Christian, noch eine Frage an dich. Es ist ja morgen das erste Geisterheimspiel im Max-Morlock-Stadion. Wie kann man sich das Rahmenprogramm vorstellen? Wird die Torhymne gespielt? Die Vereinshymne vorm Spiel? Was ist da geplant? Gibt es einen Stadionsprecher? Also ja, es gibt einen Stadionsprecher, es gibt auch eine Einlaufmusik, also die Legende wird gespielt und hoffentlich auch relativ häufig dann den Torsong, der dann für die 300 Personen, die innen um das Stadion sind, zu hören sein wird. Ja. Ja, ansonsten ist der Ablauf ähnlich wie jetzt auch bei unserem Auswärtsspiel auf St. Pauli. Also viel mehr wird es da nicht geben. Die Anzeigetafel ist an, also ein Zwischenstand wird eingeblendet von der anderen Partie, aber es wird jetzt keine Werbeblöcke etc. geben. Weitere Fragen? Ich schaue noch mal ins virtuelle Rund, sehe aber keine Handzeichen mehr, dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Vatertag, einen schönen Feiertag und den einen oder anderen dann morgen im Stadion. Also, angenehmen Tag. Tschüss.